Willkommen zurück zum Spiel 2 zwischen 3D Max und Northern Lions in der ESL Thinkfast Razor League. Qualifiers 3 Finale. Spiel 1 ging an Spoilers. 3D Max, die doch mit einem Necro ganz doch ein bisschen länger gebraucht haben, als ich gedacht hätte. Beziehungsweise doch mit Game-orientiertes Lineup hatten, aber halt sehr tanky waren. Northern Lions hatten dagegen mit einem Slark gegen gehalten, aber ja, Slug hatte halt zu wenig Pickoffs bekommen, um das alleine zu turnen. Und im Endeffekt war es dann halt nur noch Slug, der fett war. Und irgendwann haben 3D Master den einen Teamfight oder die zwei Teamfights bekommen, die es gebraucht hatte, um den Slug down zu halten. Und dann war das Spiel Geschichte. Naja, bin ich gespannt, was jetzt in dem Spiel wird. Visage hat ein super Game hingelegt, letztes Spiel. Dementsprechend Northern Lions als Second Ban hier sogar. Und 3D Max gehen wieder mit ihrem, ja, Death Prophet und einem Skyrath Mage Ban. Northern Lions versuchen es jetzt vielleicht eher so wie ihre vorherigen Spiele. Ist noch Midgame orientiert, einfach Brewmaster picken. Und ja, mehr als einen Hero zu haben, der da drin ist. Vielleicht sagt sich Phantom XP halt auch, okay, in der Mitte, ich habe halt lieber einen Helden, wo ich halt nicht unbedingt die Reactions haben muss, sondern halt einfach im Teamfight einmal den Split rausbekommen muss, so ungefähr. Beim letzten Spiel hat er als Razor halt relativ spät das BKB immer gezündet und das hat teilweise sehr, sehr weh getan für die Northern Lions. Deshalb jetzt Brewmaster, wo es zumindest wichtig ist, dass der Split einmal rauskommt. Und zwar bevor er tot ist. Und das könnte er durchaus eventuell hinbekommen. Mal schauen, was 3D Max für ein Lineup nimmt. Northern Lions haben sich aber auch schon sehr auf Midgame orientiert eingestellt. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt noch ein Center Warrunner von Northern Lions rauskommt. Daher bin ich gespannt, was beide Teams dagegen draften wollen. Also erstmal ein bisschen was Starkes in der Lane. Brewmaster kommt zwar durchaus mit Viper einigermaßen klar, aber so eine der besseren Lanern gegen den Brewmaster. Und doch relativ tanky, sodass es halt nicht ein Insta-Kill ist, wenn Clap Split kommt in der guten Position. Und halt auch Zeit gibt für Supports rein zu rotieren. Witch Doctor wird hier zweite Pick. Interessant, entweder wird das sehr, sehr, sehr early game, es kann auch eine Viper Witch Doctor Aggressive Lane sein, einfach weil der Heal too strong ist. Und ich habe das Gefühl, Northern Lion werden einen Void Bann. Und eine Mirana. Okay, Northern Lion gehen ist das, was im Halbfinale für sie funktioniert hatte. Brewmaster, Mirana ist in der Mitte und guckt, dass Brewmaster eine gute Zeit hat. Dann wird Brewmaster das Spiel dominieren. Das ist zumindest der Plan von Northern Lions. Ogre Magi wird gebannt, starke Supports gehen raus, weil hier 3D Max eventuell mehr auf Teamfight gehen könnten. Es könnte ein Void werden, es kann auch einfach mit einem Titan oder sowas im Teamfight gemacht werden, um den Death Ward einzusetzen. Das Problem mit dem Brewmaster ist halt immer, ja, es ist doch einiges an Disable da, die auch Magic immun sind. Schwierig zu verhindern sind. Offling, aber wieder gebannt, wahrscheinlich ein Spectre-Bann oder halt jetzt den Void-Bann. Von Northern Lions, weil der Spectre könnte halt auch durchaus hier, der Spectre ist halt immer fett, immer schwierig, nie ein First Ban, nie ein First Pick so wirklich, weil er halt doch eine schlechte Laning Stage hat. Viper Witch Doctor ist doch eine sehr starke Laning Stage, aber sie bannen hier den Void doch einfach, um die offensichtliche starke Combo rauszuholen, die halt immer noch sehr stark ist, und sie brauchen auch noch eine Offlane. Wäre durchaus halt ein sehr guter Pick gewesen. Aber so einfach wird's nicht. Ohne Death Ward Win. Diese Formel geht jetzt hier nicht. Und Center Warner Band. Definitiv sehr, sehr sinnvoll hier.
Okay, 3D Max. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt entweder die Karten auf den Tisch gelegt werden oder mit, also mit dem ne einen von beiden nächsten Picks, ob es jetzt in die Richtung Teamfight geht oder naja, ob sie halt wirklich aggressive lane und darauf ausgehen wollen. Der Witch Doctor halt hauptsächlich wegen bisschen Cask und dem Heal gepickt wird. Kann halt auch sein. So eine kleine Heal-Strat oder sowas. Ex-Dazzled oder so. Und ein Enigma tatsächlich, okay. Alles oder nichts hier. Trainermax sagen sich, okay, wir wollen hier alles haben. Und wir gehen hier, wir machen ein furioses Ende. Großen Hole mit einem großen Death Ward. Das freut mich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt hier noch ein Lager kommen würde. Einfach nur, weil es super reinpassen würde. Aber auch, weil, ja, Naga, guter Song. Und dann sitzt das Hole. Und auch so könnte das halt auch super funktionieren. Rumaster Mirana ins Hole oder eine gute Position, um für den Arrow nicht getroffen zu werden. Und dann, ja, hat man schon das halbe Team disabled. Und wenn die Naga als Carry gespielt wird, ist der Song sowieso eigentlich so ein Ding, was so nicht aggressiv eingesetzt wird. Okay, Northern Lions versuchen nochmal mit dem Clockwork. War doch jetzt einer der besseren gegen, um halt auch das Black Hole zu canceln. Gut, dass sie dafür was haben. Wie gesagt aber, wenn sie zusammenstehen und ein Song kommt oder sowas, könnte die Combo hier auf jeden Fall auch benutzt werden. Wahrscheinlich würde es auch einen Naga-Bann geben, wenn es hier nicht gepickt wird. Ja, Witch Doctor, Enigma, Viper. Spawn hätte jetzt noch einen Safe-Laner. Oder eine Mitte. Und einen Off-Laner. Alt-Hunter wäre halt noch drin. Wenn sie wirklich richtig auf Teamfight gehen müssen, wollen, dann ist es für Northern Lions halt relativ einfach, Pickoffs zu bekommen. Aber 3D Max haben auch gezeigt, eben mit dem Slark, dass sie durchaus 5-Man-Action machen können. 5-Hero-Action. Und, da nicht so einfach zu pickoffen sind. Und es geht mit einer Phantom Assassin. Okay. Die Kombo funktioniert natürlich auch. Black Hole und Coup de Gras rein mit einem Battle Fury als First Item. Geht auch gut. Haben sie den Damage. Dementsprechend würde ich sagen, dass eine Naga jetzt leider raus ist. Northern Lion könnte natürlich noch eine Support-Naga jetzt picken. Als Konter dagegen. Aber halte ich für unwahrscheinlich. Ja, irgendein Support halt, ne? Irgendwas muss da gepickt werden. Na, ein Silencer würde ich mir doch durchaus vorstellen können. Und gegen Phantom Assassin. Locke ist relativ gut gegen Phantom Assassin. Brewmaster halt auch. Mirana kann ihn wegliepen, aber geht so. Und dennoch ein Silencer kann zumindest die großen Ultis aufhalten. Ha, aber. Gehen hier mit einem Rubik. Ausgezeichnet. Ich sehe einen Rubik dann doch noch heute. Sehr schön. Holsteel. Ja, ja, super, super. Die Frage ist halt, ob sie Phantom Assassin nicht halt von vorher burstet. Weil ich glaube, der ist halt ein offensichtliches erstes Ziel, wenn er zu weit vorne steht. Aber mir schwant ein sehr, sehr schönes zweites Spiel zwischen den beiden Parteien hier. Weil da können Black Holes auf beiden Seiten, Death Wards auf beiden Seiten. Viper, Viper Strike ist halt auch super für Rubik zu stealen. Und Phantom Assassin kriegt er halt entweder einen Harass Spell zum Sloan oder einen Escape. Daher alles super. Titan als letzter Ban. Sehr, 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 sehr wichtiger Ban hier, definitiv. Ja, als Offlane. Ist noch ein bisschen was drin. Könnten auch wieder ein Nature's Prophet sehen, einfach. Um die Möglichkeit zum Splitpushen zu haben. Hat auch einiges im Teamfight dazu beizutragen. Tja. Mal schauen. Northern Line könnte es auch durchaus ein Carry Silencer werden. Ja. Oder einen richtigen Carry. Ein Spectre ist halt immer noch drin. Frage ist, ob 3D Max halt dann nicht im Midgame zu stark ist, um Spectre zu farmen. Bis dahin. Man weiß es nicht. Aber wäre hier durchaus möglich.
Oder für 3D Max. Offlane Viper, Spectre Farm? Nee. Eher nicht. Aber es wird eine relativ schwierige, eine schwache Lane. So, 3D Max können jetzt hier einen starken Offlaner nehmen. Ah, Spiritbreaker! Spiritbreaker Offlane, okay. Krass. Freut mich. Northern Lions haben jetzt halt das Problem, dass sie einen Carry haben und einen Rubick dazu. Das sind zwei nicht sehr super Laner. Gegen einen Spiritbreaker, keine Ahnung. Aber ich glaube, 3D Max werden sehr, sehr viel Terz auf der Map machen. Und dann brauchen sie einen Carry, der alleine klarkommt. Carry, der vielleicht noch einen Escape hat. Könnte der Spectre sein. Oder die Spectre, sonst nur so. Und ja. Irgendwas, was man überleben kann, alleine. Nicht unbedingt vom Spiritbreaker umgebracht wird. Aber Spiritbreaker bringt ähnlich wie Nature's Prophet eine gewisse Global Presence hier rein. Und ist gleichzeitig halt nicht so squishy wie Nature's Prophet gegen den Clockwork eben. Ich glaube auch Spiritbreaker kann mit seinem Charge aus den Cox raus. Je nachdem, wie es getimed ist. Also ich glaube, er sollte genug Speed aufgebaut haben, um halt von den Cox rausgepusht zu werden. Und es ist die Spectre tatsächlich. Könnte greedy sein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier der Brewmaster und der Clockwork einfach genug Action machen, um hier die Northern Lions durchs Midgame zu bringen. Und die erste Pause schon. Na gut. Auf der Seite von Northern Lions, diesmal auf der Radiant Seite, haben wir Evasion und Cywinty, die das Ganze supporten. Roaming Mirana und ein Rubick, auf dem, ja, sehr viel liegt, glaube ich, dieses Spiel. Black Hole, Death Ward. Da kann man einiges stealen und sollte man auch einiges stealen. Irgendwann farmt die Spectre auf der Safe Lane, CA geht mit dem Clockwork auf die Offlane und Phantom XP in der Mitte auf dem Brewmaster. Auf der Seite von 3D Max haben wir James Bong on a Mission, der den Spiritbreaker wohl auf der Offlane spielen wird. Wird on a Mission sein, über die ganze Karte zu rennen und Leute umzubringen. Wenn sie als Farmer auf der Phantom Assassin wahrscheinlich tatsächlich auf Safe Lane. Wenn sie das meistens auf der Safe Lane spielt. Ich weiß aber nicht, ob sie es halt auch austauschen. AWP auf der Viper. Dann wohl in der Mitte. Vielleicht swappen sie noch. Vielleicht lassen sie auch einfach die Lane zu. Und zu guter Letzt Entep. Und der Franzose. Oder die Französin. Auf der Enigma und dem Witch Doctor. Auf dem Swagger Witch Doctor. Vile Carnival Head. Das ist definitiv Swagmaster Witch Doctor. Sieht halt irgendwie hier so aus wie so ein Hood. Ja, wie so ein, keine Ahnung, Pelzmantel eigentlich. Und hier so ein Swagger-Hut drauf. Ach, schöne Kombination mit dem Carnival Head und dem Rattlebite. Gefällt mir, sehr schön. Sehr schön. Mal schauen. Letting it go. Gucken wir, oft man sehen werden, wie wir es sehen werden. Na gut, 2 Minuten sind Bett um. Lanes wird halt für 3D Max halt relativ greedy werden, muss man dazu sagen natürlich. Aber Offlane Glockwork gegen eine PA eventuell was bekommen. Allerdings wird auch sehr viel gepusht werden mit der Enigma nachher später. 5 Minuten oder 10 Minuten. Oder halt mit dem ersten Hole halt einfach den Clockwork umbringen, das halt auch nicht so schwer ist. Von daher. Perspektiven für beide Seiten. Spiritbreaker als erstes Mal. Auf dem Weg zum Warden. Spectre auch auf dem Weg zur Lane. Keine Jungle Invasions oder sowas. Beide Teams splitten sich schon relativ weit aus. Und ja, eine Viper in der Mitte und eine PA als Safe Lane Farmer. Safe Lane Farmer Hero.
Doch, kommen wir wieder mit dem schönen Set. Die Frage ist halt jetzt, ob er auf der Lane dann nur zwei Heroes hat. Aber dort halt mehr Spaß haben wird. Hinten hier, glaube ich, die PA. Hab ich kurz gesehen. Ah, könnte knapp gewesen sein. Aber ist ja auch egal. Hier macht hier ein bisschen Bäume weg. Entweder um. Naja, um die Ward anzudeuten. Oder einfach nur so für Vision. Mal schauen. Und es wird eine Aggressive Ward an die Stelle hier. Sentry ist auch schon gestellt von Spiritbreaker. Der auch very sorry ist. Dass jetzt hier nochmal pausieren muss. Aber naja, wir haben ja Zeit. Nicht so schlimm. So, 17 Minuten bis 17 Sekunden bis zur Rune. Scheint so, als ob Clockwork die haben will. Die Frage ist, ob PA das zulässt. Tja, Cox sollten aber dafür sorgen, dass Clockwork die Rune bekommt. Und ja, hier Mirana gegen Spiritbreaker. Es scheint so, als ob hier geblockt wird hauptsächlich. Auch mit dem Ulrich zusammen. Von daher könnte hier eventuell Spiritbreaker die Rune bekommen oder Mirana die Nightsee. Midlaner blocken alle. Artisi Block von Master. Jo. Ja, Pause, Pause. Oh, und ready. Okay, es geht weiter. Ich muss nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Schauen wir mal, ob das mit der Rune so stimmt. 10 Sekunden. Breaker macht sich an, zumindest zu gucken, was die Rune ist. Wird wohl, glaube ich, gar nicht mehr so rechtzeitig da sein. Guckt, was für eine Rune ist und Mirana will wirklich nicht die Rune contesten. Okay. Ich frage mich halt, warum. Also. Ja, tatsächlich kriegt hier. Ja, Clockwork kriegt halt die Rune. Hat die Cox dafür benutzen müssen und ein bisschen Damage bekommen. Aber kriegt sie halt. Ich frage mich halt nur, warum Mirana da absolut nicht die Rune wollte, weil irgendwie am Anfang hast du halt nichts anderes zu tun, außer auf die Rune zu gucken. Hätte sie da nicht so verkacken sollen, dachte ich. Aber Viper steht auch relativ blöd für den Arrow. Also, dass er halt hinter diesem Rage Creep steht und da halt relativ schwierig vorbeizuschießen ist, aber ach, knapp daneben, ja. Hat halt auch viel Zeit zum Ausweichen. Buildbreaker bleibt hier erstmal auf der Lane. Nimmt sogar Spectre die Last jetzt weg. Ober auf der Toplane, der erste Cox gehen raus, aber eine Möglichkeit hier was zu tun und Clockwork ist immer noch halbwegs okay. Kriegt aber auch relativ viel Harris. Auch Cask Level 1 ist auch nicht so oft zu sehen. Dann mit dem Heal. Andererseits zu gut. Heal ist meistens halt, wenn sie aggressive gehen oder schnell groupen. Master 5 zu 0 tatsächlich, hat hier ein bisschen die Nase vorne in Sachen CS. Aber kriegt natürlich auch der Viper relativ viel Harris. Einiges. Muss ja schon seine Salve nehmen. Aber noch ist nichts getan. Ja, ja, ja. Spiritbreaker. Level 3 schon. Hat hier eine relativ coole Zeit. Oh, schöner Arrow. Schöne geworfen. Die Frage ist halt jetzt. Ist dann belagert hier das Ganze. Aber nicht genug Damage da. Doch gedacht, dass jetzt halt vielleicht mal der Spectre Dagger geworfen wird, um die Salve abzubrechen. Aber anscheinend nicht. Bitte. Ja. Jetzt halt die Bottle, sollte damit okay sein, erstmal. Ja, 11 zu 1 gegen 7 zu 1 Viper. Ist okay dabei. Dann am Clockwork mit der Illu-Rune die Enigma stört. Oder das Enigma. Ah, Arrow. Wieder off the mark. Aber auf jeden Fall, der Druck ist da. Der Druck ist da, der Druck ist da. Hat er auch für die Nine. Drunken Brawler ist halt relativ. Also halt das. Drunken Haze ist doch relativ stark gegen die Viper.
die so sehr auf Rechtsklick sich konzentriert und halt auch der Rechtsklick hier wichtig ist, um den Debuff, den Dot halt einfach auf den Brewmaster zu machen. Das ist einer der Hauptteile des Damage halt von so einem Brewmaster ist. Halt ein sehr guter Hit dagegen. Mirana halt Roaming Level 1. Was halt eine tut. Aber trotzdem mit dem Illus halt irgendwie nicht die Stacks von dem Enigma geblockt, was ich jetzt erwartet hätte. Was auch durchaus einiges Impact hätte. Und ein bisschen Enigma, um eine Minute zu delayen oder so. Hätte jetzt hier noch Potenzial gehabt, wenn er seine Illus überhaupt benutzen würde. Una für Viper, aber doch nicht. Brewmaster geht unten an die Rune. Wir sehen ja schon, dass Enigma kommt. Findet immerhin eine Bounty-Rune. Ja. Blockwork ist auch nicht so schlecht daran, hat einen Sidepull jetzt hier gemacht. Und kriegt eine Wave und damit auch sogar einige Last-Hits. Und ist auch schon Level 4. Besser ist das beim letzten Mal. Arrow könnte jetzt hier kommen. Arrow kommt, aber off für Mark. Off the mark. Und sie battlen sich nur so ein bisschen gegenseitig. Plagen sich die Köpfe ein. Aber halt Spirit Breaker. 13 Last Hits auf der Offlane. Respekt halt nur 19. Das ist halt schon einiges mehr Last Hits von der PA, die halt ohne Probleme Last Hitten kann. Und das ist halt so einer der Gründe, wo auf jeden Fall die Lanes für 3D Max besser funktionieren. Breaker kriegt halt alles, kriegt seine Levels, kriegt sogar Gold und ist damit richtig gut dabei. Zumindest außerdem halt nicht wirklich unter Druck einfach. Bin hier so ein Spiritbreaker. Ja, okay. Problem bei der Mirana, da sie einfach kein Escape in Level 1 hat, das ups. Und jetzt hat auf einmal der Offlaner Spirit Breaker ein First Blood bekommen und Power Treads fertig nach 5 Minuten. Das ist einiges. Und Level 6. Auch darf man halt auch nicht vermeiden. Besonders wenn wir jetzt hier eventuell in die Mitte gehen oder den Clockwork oben angehen. Einige Vorteile. Enigma hat jetzt auch bei Easy Camps wahrscheinlich gefunden. Auch im Networth sehr weit oben, bei 3k. Last Hits sehen jetzt auf einmal sehr stark für 3D Max aus. Beide Helden ein bisschen gehauen. Ja, Enigma ist halt so das Schälchen in der Waage. Mirana hat halt Rotations, aber trifft leider keine Arrows. Immer noch Level 1, deshalb nach 6 Minuten. Und hatte halt keinen Impact. Enigma auf der anderen Seite hat auch keinen Impact, ist aber Level 7. Und hat irgendwie. Hat halt was und so. Jetzt sollte der Arrow vielleicht kommen. Hallo? Okay. Ist Mirana jetzt gerade auf K gewesen? Krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Also, okay. Da trifft der Arrow, aber seriously? Weiß nicht, wo sie da gerade hingeguckt hätte. Das hätte aber wesentlich schlimmer laufen können. Aber jetzt immerhin war nah dran, ist Level 3 geworden. Wenn die Kills halt reinkommen, kommen die Kills rein. Das ist halt sehr wichtig. Enigma ist gesmoked. Wird also wahrscheinlich dann solo Black Hole auf den Blockwork versuchen. Ist halt gerade diese Zeit. Mal schauen, wie es erfolgreich wird. Erstmal jetzt. Oh, der Hookshot war übel. Aber Enigma kommt nicht ran. Oh, haben die Mirana noch gefunden? Ich dachte so, hä? Der Call auf nichts? Was? Das sollte einmal Delikt reichen, tatsächlich. Last Hit, buff. Enigma kriegt tatsächlich den Kill. Und der Clockwork geht jetzt auch noch down. Die E kann ihn natürlich ewig slowen. Kann einfach ranspringen. Brewmaster hat jetzt ein Problem. Split ist vorbei.
Viper würde ihn auch wahrscheinlich sogar solo töten, aber jetzt ist sogar noch ein Thrillbreaker da, der sich den Kill abholt. Allerdings, Arrow trifft die Viper, zahlt dafür mit ihrem Leben. Thrillbreaker hätte auch einfach TP'en können, aber gut. Läuft lieber zu seinen Freunden. Der 1 Tower auf der Top-Lane fällt auch. Da wird einiges durcheinander. Vier Helden von den Lions fallen. Zum Preis von der Viper, die ein bisschen tief gedived ist. Und im Chart sogar den Arrow. Das ist da bitter. Dann könnte er down gehen. Hat hier Charge gestohlen, aber... Oh, nochmal Crit. Das hilft wohl nichts. Und der letzte Crit besiege das Schicksal. Blockwerk kam auch nicht mehr rechtzeitig raus, wollte TP'en, aber er wollte nicht TP'en. Und es hat auch nicht mehr gereicht. Bitter, das zugeben, das Lineup von 3D Max hat jetzt gerade so ihre Hochzeit. Der Code ist ready und Spiritbreaker ist soweit, dass er jetzt nur noch rumcharged und so. Allerdings, Brewmaster ist halt ready, Clockwork ist soweit ready, von daher. Ja. 3D Max haben oder bauen jetzt einen gewissen Vorteil aus. Und da müssen sich jetzt, da muss jetzt angestrengt werden. Breaker ist da, wird jetzt unterbrochen. Cox sind nicht da, ich weiß nicht, ob er sie bekommt. Und ja, geht zurück. Ist ja doch kein Follow-up da, dementsprechend. Keine Cox hier, aber jetzt könnte er Cox machen, weil jetzt die Support kam. Sollte jetzt Cocken? Na? Na dann kommt eben Spiritbreaker weg, also ich weiß nicht. Wenn ihr nicht wollt, dann kommen die Helden halt auch. Na gut. Ah, Viper Strike of Rubik könnte dem nächsten Kill werden, mit Split. Ja, könnten sie da demnächst in der Mitte ein Go machen, weil sie da was sehen. Double Damage Rune wird anscheinend für den Brewmaster gesaved. Oder für die Spectre. Auf die Mirana sind ein bisschen verschwendet, aber hey. Besser als nichts, hilft ja nichts. So. Clap und oh, schön gedodged. Mit Viper Strike sollte sie auf gar keinen Fall wegkommen. Arrow off the mark tatsächlich, aber Viper holt tatsächlich noch den Rubik ab. Und Spiritbreaker ist da. Alle sind rotiert und 2 zu 1 ist der Trade. 2 Supports für eine Viper ist tatsächlich relativ wert. Aber ja, Blockwork und der Phantom Assassin jetzt noch. Vielleicht auf einmal nicht mehr. Und 3 zu 10 ist hier der Trade. Das hier fällt auf einmal richtig den Bach runter. Es könnte sehr schnell vorbei sein, das Spiel, wenn das hier so weitergeht. Vielleicht werden wir gar nicht so die großen Plays sehen, die ich so erwartet hätte. Aber vielleicht haben wir noch Chance auf ein großes Black Hole. Auf einen schönen Death Ward. Auf ein schönes Black Hole Steel. Ist ja das Schöne daran. Aber bisher scheint es nicht der Fall zu sein. Vector wird hier eingegangen. Was ist das da? Kurier kommt. Na gut, die Axt. Nicht so wichtig. Mal schauen, ob sie da durchziehen. Ja, sie scheinen da durchzuziehen. Mats. Und haben genug Damage jetzt hier für den Spectre. Um sie down zu bekommen. Bin jetzt unterm Tower, aber im Spiritbreaker interessiert das halt relativ wenig. 3 zu 11. Einiges gewesen. Rockwork hat halt auch irgendwie keine Chance gegen die Phantom Assassin alleine und die Lanes sehen halt richtig übel aus. Ja, Brewmaster und Blink. Aber wen soll er springen? Witch Doctor und Enigma sind halt so die Helden, die er bekommen kann. Der Rest. Es ist halt okay. Wieder ist es halt so, dass sie halt Helden haben, die okay sind und dann einfach diese zusammen groupen und... Ups. Ah, okay, ich glaube tatsächlich... Ah, ja, wird tatsächlich an dem Blast down gehen hier. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Schade, 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 dass er da noch... Hätte eine ganz gute Position gehabt, auch um hier Damage zu machen. Aber jetzt geht er noch Roshan down. Für den Enigma ist es natürlich auch ganz einfach und außerdem mit einer Phantom Assassin, die Lifesteal hat, ist natürlich noch einfacher. Aegis an Ben Z auf der Phantom Assassin. Der Farm ist richtig hoch. Net Worth 10.000 Vorteil.
Nach 12 Minuten, oh Gott. Und Spiritbreaker holt sich in Clockwork. Oh, okay. Ich will ja nicht so pessimistisch sein, aber das Spiel sieht sehr, 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 sehr over aus. Ich wüsste nicht, was die Alliance jetzt noch machen müssten, um da zurückzukommen. Drums bald auf Spectre. Last Split ist halt immer da und so. Arrow könnte immer irgendwann mal treffen, vielleicht. Aber, alle T1 Tower sind down, keine T1 Tower davon. Roshan ist schon down, Aegis ist down. Sie nehmen jetzt einen T2 in der Mitte wahrscheinlich. Da könnten sie da fighten. Allerdings ist da die Frage, und die PA wird da doch einfach reinspringen und Damage machen. Oh, Clockwork ist raus, okay. Link-Tick auf Enigma. Okay, vielleicht sehen wir hier ein letztes Black Hole, was das Spiel entscheiden könnte. Aber, andererseits kann das auch natürlich genau nach hinten, auch nach hinten losgehen. Wenn so eine Spectre, weiß nicht, Rubik's Steel's Black Hole, Spectre Haunt, das könnte ja noch einiges an Damage bedeuten. Ruba ist daneben, Starstorm von der Mirana. Und Clockwork daneben. Es kann, also, in Law of Alliance haben durchaus da noch Potenzial zurückzukommen. Allerdings nur, wenn 3D-Max es richtig hart verkacken. Um ehrlich zu sein. Ja, das wird schwierig, von 3D-Max zu fordern, dass sie das jetzt hier throwen. Aber vielleicht. Vielleicht ist es ja so. Andererseits, Brewmaster ist jetzt nicht hier, das heißt, sie können nicht fighten. Ziehen sich aber trotzdem zurück. Tja, ein Spiritbreaker läuft. Ist auch selten zu sehen, dass ein Spiritbreaker zu Fuß läuft, anstatt irgendwo her zu chargen. Aber hey, das Ding wurde auch überarbeitet. Allerdings auch in dem Sinne weniger cooler und von daher überrascht es mich trotzdem. Ja, versuchen Sie es einfach nochmal mit dem P2 Bottom. Indem sie sich wahrscheinlich ja wohler fühlen. Einfach nur, weil diese Engstelle hier ziemlich verhindert, dass sie das deffen mit dem Enigma. Ups. Okay. Der Baker hier oben wird wahrscheinlich jetzt down gehen. Einiges wert als Doppelbestreak auf dem Mirana. Leider auf dem Mirana. Ich habe einen Spectre. Der damit die Drums fertig hätte. Okay, die Drums kommt jetzt raus. Aber trotzdem. T1 für T2 werden sie wohl hier traden. Wenn überhaupt. Remax kann durchaus zurück TPen. Sie können aber auch einfach jetzt gucken, dass sie Highground gehen oder sowas. Denn, ja, richtig Damage haben sie nicht. Und es wird Zeit. Denn jetzt ziehen sie Highground und müssen jetzt erst rein TPen. Es kommen immer noch nicht. 1 TP, 2 TP. Haunt ist nicht ready, kein TP. Oh, oh. Ja, es ist bitter. Und der Shadow ist aktiviert. Spectre kommt nicht rein, aber vielleicht wird das Bild hier genug sein. Hookshot kommt rein, findet tatsächlich zwei, das ist sehr gut. Brewmaster ist da, Damage kriegt er einiges der Clockwork, aber es könnte reichen hier. Brewmaster Split ist da, Clockwork geht doch noch down, Spectre ist jetzt drin. Und PA mit Aegis versucht noch das meiste rauszuholen. Kriegt keinen Hit raus. Oh, natürlich mit dem Crit. Mit dem Crit geht es down. Hat doch noch hier Leben zurückbekommen. Sind sie doch noch drin. Spectre überlebt das Ganze. Ne, ist hier zu zweit drin. Aegis poppt. Triple Kill für die PA down doch noch. Und Spiritbreaker kommt doch noch weg. Das Problem ist mit der PA. Die kann jetzt halt einfach ein paar Leute killen. Ultra Kill für die PA. Und ich glaube, sie kommt weg. Weil es halt einfach nicht mehr viel da ist. Buyback von Mirana, einfach nur um sie zu bekommen. Kann sie irgendwo hin? Jumpen? Nein. Und kauft sich noch ein komplettes BKB vorher, aber sie kriegen die Monster Kill Streak. Rubik kriegt das Ganze noch, zieht sich vor den Dagger. 1200 Gold. Bringt ihm halt in Düse nichts. Aber sie haben die Rex verteidigt. Zwar mit einem Buyback von der Mirana. Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich doch benötigt wurde. Aber haben erstmal 3D-Max so ein bisschen von der Wand laufen lassen. Und das, obwohl die Spectre am Anfang nicht da war.
Lebenszeichen von Northern Lions. Die brauchen sie definitiv auch, um nicht hier das zweite Game aus diesem Best of 3 abzugeben. Ja. Gehen hier Mitte rein. Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist. Aber die Viper kriegen sie anscheinend. Kriegen sie down. Eventuell hier Blink. Enigma. Oh, okay, das hätte er vielleicht. In Deathfall hätte er ein bisschen einen Ticken länger lassen können. Den Rurik noch zu holen. Aber 3 zu 1 halt. Support, Support, Offlaner geht für die Mitte. Das war es halt wieder nicht wert. Haben sie nicht wirklich gesehen, wer da alles war. Und im Endeffekt waren es dann halt leider für Northern Lions zu viel. Und das ist jetzt erstmal der T1 Tower. Außerdem kein Haunt. Ist bitter. Und kein Hookshot für 30 Sekunden. Weil der Haunt ist halt schlimmer. 80 Sekunden auf Cooldown. Tja. Mal sehen. Highground werden sie jetzt erstmal nicht gehen. Die haben ja noch einen Tower vor sich. Roshan ist auch bald wieder da. 2 Minuten noch. Also ein sehr, sehr enthusiastisches Bald. Ja. War ich tatsächlich nicht so überzeugt vom Splitbreaker bisher. Allerdings ist das Spiel noch jung. Kann sich noch einiges entwickeln. Hat halt seinen Dienst getan, aber es ist halt. Ja, vergleichbar mit einem anderen Offlaner hier in dem Fall. Na wohl auf dem Weg zum BKB. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ah, vielleicht auch eher auf dem Weg zum Sterbi. Ah, daneben. Aber gut, das reicht doch so. Enigma gefunden. Malifus gestohlen vom Rubik. Allerdings könnte jetzt hier ein Problem sein von dem Mirana. Allerdings sieht sie auch den. Hä? Okay, ja, mit Panic stirbt man auch einfach. Aber, ja. Das wäre, glaube ich, auch zu einfach. Ja, wäre wahrscheinlich sowieso gestorben, aber. Wäre auch einfach easy weggekommen, wenn sie einfach so geliebt wäre und nicht gepanickt hätte. Ja. Nächster Charge. Nächstes Glück. Die A ist da. Dagger ist da. Link und genau rechtzeitig hier. Schön getimt von 3D Max. Und schön getimt von Benzi, wann er goat. Weil er wahrscheinlich auch schon so ein bisschen sich gedacht hat, okay, Clockwork wird ETPen. Dann tarme ich das mal so, dass Buildbreaker rechtzeitig ankommt. Schön gemacht. Und nächster Charge in der Mitte. Du machst das ein bisschen weit weg. Oh nein, springt unter die Castbond hinter ihm her. Das besiegelt wohl sein Schicksal. Aber nein. Zu weit vorne, außerdem mit DD wollen sie da vielleicht nicht rein. Und er zieht sie zurück. Ein Tower steht noch auf der Top-Lane, die gerade von Northern Lions rausgepusht wird. Ja, erstmal noch nichts, aber Spiritbreaker ist wieder unterwegs. Miau, miau. TP und rechtzeitig weg. Allerdings kommt man da eventuell noch an so einer Mirana vorbei. Ja gut, zu früh aufgehört. Ward hilft auf jeden Fall ganz gut gegen so einen Spiritbreaker, um ein bisschen ein Early-Warning-System zu haben. Und dieser Ward natürlich auch. Nächste Charge. Durch 3. Ich glaube, sie wissen, dass der hier kommt. Auf Rubik ist es. Und trotzdem geht er hier noch rein und opfert sich. Und okay, mit der Cast kriegen sie ja noch den Spectre. Kam da nicht rechtzeitig raus. Und nicht rechtzeitig disengagen. Mirana Ulti ist an. Alles Moonlight Shadow wird wohl. Nichts ermöglichen. Defensiv eingesetzt, aber kam nicht rechtzeitig. Um die Helden dann noch zu retten. Außerdem, ja, Sentry-Wars haben wir. Tja, Highground. Glyphe benutzt. Zu fünft. Arrow hittet, aber es ist halt einfach nur für den Spectre-Zeit. Die Spectre-Zeit schaffen. Sekunden, die Rakes sind unter Beschuss. Gravel Split ist draußen. Die Frage ist, was sie damit machen können. Und ist jetzt drin. Das könnte aber jetzt hier einen Black Hole geben. Doch einige. Jetzt ist
Clock drin, aber so richtig Space findet die Enigma nicht. Außerdem ist Rubik noch hinten und wartet darauf. Sieht es noch on Cooldown. Es scheint aber auch so zu reichen, ohne das Black Hole. Jetzt ist das Black Hole und Black Hole gestealt. Die Frage ist halt, ob... ja, hilft nichts. Beim nächsten Hit wäre er gestorben. Black Hole hat da nicht so viel gebracht. Kann man noch hier reinwerfen. Allerdings macht der Fort nicht so viel Damage. Ja, Clockwork stirbt jetzt halt auch noch. Jetzt sind auch alleine. Die ersten Rex gehen an 3D Max. Hilft alles nichts. Die ersten Buybacks sind halt auch raus. Und das sieht sehr, sehr nach dem Ende von Northern Lions aus und dem ja, verdienten Sieg für 3D Max. Buyback wurde auf. Ne, nicht auf dem Rubik benutzt, sondern auf dem Mirana benutzt. Ne, auch nicht. Lege Buyback. Anyway. Na gut, wir haben die Rex bekommen. Und wenn jetzt die erstmal zurückziehen, haben noch einen Roshan, wird dann noch die zweiten Rex ja doch einfach nehmen. 12 zu 1 auf der PA. Die nur mit Buybacks und. Also, seriously, sie ist gestorben, wann? War hier drin, hier drin, hier drin, hier drin. Hier drin, hier drin, hier drin, hier drin. Aegis. Und dann einmal den Weg hier, bevor sie irgendwie hier nach einem Buyback von Rubik gestoppt wurde. Das ist halt schon so. Okay, dieser eine Kill war schon schwer. Jetzt halt das Ganze nochmal mit der Aegis. Nochmal mit BKB. Und demnächst eventuell mit Abyssal Blade. Auch noch dazu. Ja, da wird gecharged. Versucht hier rauszukommen, aber nicht möglich. Die einzige Chance ist halt wirklich mit einem Arrow. Das ist halt ein bisschen. Ich glaube, da reicht ja nicht mehr die Animation Time für. Aber wenn du halt kommen siehst du in den Dota Cinema Headshot Videos, dann klappt das. Aber ansonsten ist es doch schon relativ schwierig. Und 3D Max gehen High Ground. Buyback auf dem Mirana ist nicht vorhanden. Da ist ein Support. Die kommen hier rein. Und let the high grounds defense begin. Black Hole in 15 Sekunden, das wird erstmal nicht vor sein. Und ja, PA geht einfach rein. Ein Crit, One Shot, Rubik Buyback. Okay. Und geht rein. Blue Master ist drin. Die Frage ist, ob mehr ist. Fire Panda ist down. Der Witch Doctor könnte ja down gehen. Muss ich noch zu healen. Oh, und das Mecha kommt von Minigma und super gemacht. Witch Doctor lebt immer noch. Wenn sie ist unstoppable, Rubik ist der zweite Solo-Hit, aber jetzt reicht es ja erstmal. 1 zu 1 der Trade, aber auch Buyback. Nicht so toll. Alle sind low von Northern Lions, müssen zurück. Alle Ultis sind on Cooldown. Und 3D Max warten jetzt auf die nächste Wave. Was zu machen. Bottom Lane pusht auch rein. Auch wenn im Assassin wartet, sie müssen ihre Aegis zu benutzen. 4000 Gold. Ach, knapp den Spirit Packer getroffen. Auch ein schöner Headshot gewesen. Ja, PA ist jetzt wieder drin, aber es ist halt nur Ablenkung, bis sie die Melee Rex down sind. Und sie blinkt ja doch einfach wieder raus. Und versucht sie ein bisschen nach oben zu regen. Ja, die Rex sind fast down. Brewmaster geht jetzt wieder rein, allerdings hat keinen Split. Ist sie gefokust? Und stirbt durch die Crits von der Phantom Assassin. Irgendwie konnten sie ja tatsächlich nichts tun. Sie sind halt eigentlich schon reingegangen, aber irgendwie halt auch nicht. Das hat alles nicht gebracht. Und jetzt gehen die nächsten down und das sieht sehr schlecht dafür aus. Oh, und schon wieder ein Crit. Godlike, eine Triple Kill Streak. Hier drauf. Black Hole wird noch benutzt, um EA ermöglichen. Ultra Kill, nein. Wird gesnackt. Von dem Enigma und von der Spirit Breaker, somit keine Rampage hier für die Phantom Assassin. Aber ein verdienter Sieg für 3D Max, die hier frisch in die ESL Think Fast Razor League einsteigen im Qualifiers 3, vorletzten Qualifiers, und sich hier einen Sieg holen. Und bisher, was ich davon gesehen habe, definitiv verdient. Besonders dieses Match hat gezeigt, dass sie Landing Stage und so durchaus drauf haben und hier einiges an Kills rausbekommen haben.
17.1 Phantom Assassin, Benzie, Spirit Breaker, mal gezeigt, was er doch kann und wie man das nutzen kann. Ja, und jetzt die 100 Punkte sind dafür damit in der Gruppenphase, aber Northern Lions sind halt auch schon lange in der Gruppenphase. Und auf Platz 2 der Rankings total. Na gut, ich bin Sisson. Wir beenden den Tag heute mit dem Finale. Nächsten Samstag geht's weiter, 17 Uhr, mit dem Qualifiers 4 und Sonntag dann mit dem Halbfinale und Finale von Qualifiers 4. Ja, mit diesen Worten sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächstes Wochenende.